Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. In der Ecke des Bildschirms sieht man es schon. Ab heute dürfen wir den vergrößerten und renovierten Laden von Nepp und Schlepp nutzen. Ich bin schon ganz gespannt, wie er aussieht und welche Waren sie so anzubieten haben. Aber erst versorgt uns mit Melinda mit allen Neuigkeiten, die für uns wichtig sind. Hallo liebe Bewohner, es ist Montag, der 11. Mai 2020 um 15.13 Uhr hier auf Skalien. Hier nun das Neueste für heute. Nux Laden feiert heute große Wiedereröffnung. Er ist jetzt ein Stück größer und auch das Sortiment ist gewachsen. Dann macht das Einkaufen gleich nochmal so viel Spaß. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. So, dann frisch ans Einkaufen. Das wird die zweite Amtshandlung für heute. Die erste ist ein Gespräch mit Mimi. Daniel, ich habe schon alles über deine Pläne gehört. Was? Wie können wir sie verschwinden lassen? Sie muss verstummen. Du willst Skalien in ein VIP-Resort verwandeln, um den großartigen KK herzulocken. Aber diese Gentrifizierung werde ich nicht erdulden. Ich raste aus, wenn du das tatsächlich hinkriegst. Wuhu, das wird der Oberhammer. Weißt du was? Ich werde dich dabei unterstützen, damit unser Traum wirklich in Erfüllung geht. Nur wie? Ich hab's. Was, wenn wir einen total glamourösen VIP-Bereich gestalten? Ist das nicht eine voll coole Idee? Ich habe sogar etwas dabei, das dir bei dem Unterfangen helfen könnte. Was hältst du von diesem super coolen Schmuckstück? Oh je, das klingt gefährlich. Ein Campingtisch. Dieser Campingtisch ist doch absolut VIP-verdächtig. Wenn du den irgendwo hinstellst, wird KK direkt hierher reisen und mein Leben wäre perfekt. Die Mimi ist anscheinend ein sehr großer Fan und Schubert ist mal wieder da. So. Ach, schön. Die Insel bei vollem strahlenden Tageslicht zu sehen. Oh je, die Sabine greift schon wieder zum Glas. Das beobachten wir ja schon seit längerer Zeit mit großer Sorge. Eine Zeit lang hat sie davon abgelassen, doch jetzt hat der Alkohol sie anscheinend wieder fest im Griff, leider. So sieht er nun aus. Die zweite Stufe. Dann wollen wir doch mal reingehen in den neuen renovierten Kapitalismus-Tempel. Wahrscheinlich mit frisch renoviertem Altar. Willkommen in unserem brandneuen, voll renovierten, generalüberholten, extra ausgebauten Einkaufstempel. Ja, Tempel. Sie geben selber schon zu. Und du beehrst uns gleich am ersten Tag nach der Neueröffnung. Ha, womit haben wir das verdient? Bitte bleib uns weiter treu. Nux Laden freut sich auf dich. Ganz doll. Oh, wie niedlich. Sie sind einfach so niedlich. Was haben wir da Schönes? Einen sehr interessanten Wimpel. Ein Makrameebandteppich. Falls wir in Richtung Wüste gehen, könnte ich mir das recht gut vorstellen, aber nee, da ist jetzt kein akuter Bedarf, den besitze ich selber schon, die Badewanne gefällt mir nicht so. Der Teddy ist zwar recht niedlich, hat aber irgendwie so, ich weiß nicht, so einen langen Oberkörper irgendwie. Irgendwie sieht er seltsam proportioniert aus. Das Magazin brauchen wir gerade auch nicht. Da ist die Theke, da das Regal. Aha, und es gibt einen Aufgang. Sehr interessant. Vielleicht schlafen Schlepp und Nepp jetzt nicht mehr auf dem Fußboden, sondern haben ein Schlafgemach da oben. Eine Elefantenkanne, die ist auch sehr niedlich. Und ein Sternekescher. Eine Profischaufel, so die Profischleuder. Aha, jetzt gibt's auch abgegradete und eine Stoppuhr, so. Jetzt gibt's auch abgegradete Werkzeuge, das ist ja sehr interessant. Die kaufe ich mir noch am ehesten.
kaufen muss ich die aktuell auch noch, denn selber bauen darf ich die noch nicht. Hoffentlich ändert sich das noch. Die möchte ich gerne haben. Ah. Das altbekannte Problem. Dann kommen wir nachher nochmal wieder. Aber welche Auswirkungen jetzt genau der Sternekescher hat, wüsste ich schon gerne. Das ist er. Ein eigenes Icon hat er leider nicht bekommen. Na dann, probieren wir das doch mal bei Gelegenheit aus. Gerade ist nichts Fangbares verfügbar. Okay, wir müssen erstmal die normalen Werkzeuge vielleicht loswerden. Ist der Fangradius vielleicht größer, dass ich auch daneben schlagen kann und das Insekt trotzdem bekomme? Das könnte ich mir höchstens vorstellen. So, was steht denn hier? Neue Öffnung nach Umbau. Nux Laden ist wieder geöffnet. Nach unserem Umbau erwartet unsere Kunden ein erweitertes Sortiment. Kommt vorbei und seht es euch an. Haben wir schon getan. So, dann erstmal höre ich einen Ballon. Da schwebt er zu mir, frisch aus der Basis. Habe ich die Profi-Schleuder auch schon gekauft? Nee. Dafür war kein Platz mehr. Dann schieße ich den erst nochmal mit der billigen Kick-Schleuder runter. Oh, was sehe ich denn da? Moment, das hat erstmal Priorität. Würde ich aber sagen. Hallöle. Da möchte was nicht so recht gefangen werden. Aber von Wollen kann keine Rede sein. Der Wille des Tieres ist siebtrangig. Nein, kommt zurück. Ja, es kommt zurück. Komm her. Jetzt aber. Sehr schön, eine Libelle. Eine Königslibelle sogar. Die Krönung des Tages. Sehr, sehr schön. So, nun schauen wir uns das aber an. Was haben wir da an Land gezogen? Einen 10.000 Sterni-Sack. Vielen Dank. Wollen wir den dann vergraben? Das können wir dann sehen eigentlich. So, hallo Ute. Wie erfreulich, dir zu begegnen, Grins. Um diese Zeit herum ist es wie verhext. Ich werde immer müde. Ach, ich muss mich zusammenreißen. Aber... Hallo, was haben wir denn da mit großer Geschwindigkeit an mir vorbeisausen? Oh, ein Agrias-Falter. Du treibst es ja ganz schön bunt. Oh ja, das tut er in der Tat. Wow, ja, die frühe Stunde bringt natürlich auch neue Tiere mit sich. Sehr, sehr schön. Und es ist sehr schön, die Insel in diesem Glanz der Mittagssonne erstrahlen zu sehen. Auch eine schöne Erfahrung. Wir parken jetzt die Billigwerkzeuge. Weg mit dem. Den darf ich nicht einlagern, warum auch immer. Das ist sehr interessant. Weil der... Moment. Wieso darf ich... Das ist der Sternekescher und das ist der normale. Ach nein, weil der...
Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Muss ich wahrscheinlich auch nicht. Der kommt auch erstmal ins Lager. Das geben wir dann ab. Die kommt sowieso ins Lager. Der auch. Auch die. Das ebenso. Und dann ist es bald voll, glaube ich. Na? Das können wir mal platzieren. So, da haben wir doch gleich mehr Platz. Aber ich glaube, den Kescher darf ich nicht einlagern, weil ich ihn ausgewählt habe. Sehr blöd. Ich habe ihn ja eingesteckt, aber das hat das Spiel nicht so registriert. Blöd. So clever ist dann doch nicht. Ich kann es nur wiederholen, es sieht wirklich toll aus. Haben wir denn einen Gast auf der Insel im Moment? Auf dem Campingplatz. Nee. Sowas. Dann gehen wir jetzt zurück zu Nepp und Schlepp und kaufen die restlichen neuen abgegradeten Ausrüstungsgegenstände. Die neue Angel habe ich schon. So, die ersetzen wir prompt. So. Ist das auch wieder die Königslibelle? Ich bin mir nicht sicher. Da probieren wir doch gleich mal den neuen Kescher aus. Das ist eine. Ich hab's geschafft. Eine Quelljungfer. Hab ich dich, du Quälgeist. Okay, warum hat er da so einen Freudenschrei ausgestoßen? Ist die selten? Oder schwer zu bekommen? Also gefühlt war sie jetzt nicht schwerer einzufangen als die anderen Libellen. Die sind grundsätzlich sehr geschwind unterwegs. So. Nee, da. Und jetzt hier. Jawohl. Was haben wir da? Ah, daneben. Ein Kolibri-Falter. Da schwirrt sie immer noch rum. Nein! Weg, weg. Mensch, jetzt hat sie Glück gehabt. Beinahe hätte ich sie verloren. Eine Königslibelle. Okay. Dann höre ich den nächsten Ballon anrauschen. Immer noch gefangen. Zum Absturz gebracht durch die billige Schleuder. Das müssen wir auch bald ändern. Eine Panflöte. Na, das ist auch sehr cool. Für die, na, braucht man Frühlingsbambus. Ich hab's mir fast gedacht. Das Spiel wollte mir mal wieder eins auswischen, dafür, dass wir neue Insekten bekommen haben. Da musste uns das Spiel einfach mal wieder einen Dämpfer verpassen. Das war ja zu viel Freude und Glück auf einmal. Das Spiel hat Angst, dass ich mich daran verschlucke oder so. Ja, das Spiel ist sehr fürsorglich. Haben wir auf den Blumen was Neues? Aber diesen Freudenschrei kann man mir gerne mal erklären. Ein Kohlweißling. Was gibt es sonst noch? Na, Rudi, hallo, wie läuft's bei dir so? Lass dich von mir nicht stören, ich sorge aufs Gallen für Frieden und sogar täglich Patrouille. Das ist uns doch bekannt. Muscheln sollte ich auch aufsammeln. Immer noch in der Hoffnung, dass wir eines Tages
eines fernen Tages. Vielleicht, eventuell, ein Muschelrezept lernen. Und damit meine ich keine Muschelsuppe, sondern eher Muschelmöbel. Deswegen grab ich nach Ködern, damit wir dann mit der Profi-Angel noch ein wenig auf Fischfang gehen können. Vielleicht gibt es ja zu dieser Stunde auch noch uns unbekannte Fische. Man weiß es ja nicht. So. Okay, nun aber zurück zu Schlepp und Nepp. Oh nein, noch nicht. Hallöchen. Da haben wir einen wunderschönen großen Falter. Oh, ein Vogelfalter. Macht ihr Origami-Vögel? Natürlich, ach. Er hat schon wieder einen Clown gefrühstückt. Aber ich bin skeptisch. Haben die Blumen wirklich nichts zu bieten? Hm. So. Ich habe Angst, dass uns ein schönes Tier entgeht. So, wir nehmen alles mit, was eben bei 3 sich nicht in Sicherheit gebracht hat. Und die Muscheln können das nicht. Und somit waren die Ziel meiner gemeinen Attacke. Ah, und ich verstehe. Die Profi-Angel lockt die Fische sofort an. So ist das also. Mhm. Was natürlich Zeit spart. Sehr cool, muss ich sagen. Zumindest war es jetzt einmal so. Ob das die Regel ist, ist natürlich eine andere Frage. So, der Schubert wirft eine Münze. Zu dir kommen wir auch noch, keine Sorge. So, Moment. Aber erst würde ich fast sagen, ist es am geschicktesten. Steigern will gelernt sein. Es wäre am günstigsten, wenn wir zuallererst die neuen Tiere abgeben. Dann haben wir Platz, um die restlichen Werkzeuge zu kaufen. Oder gibt es auch die Anleitungen schon? Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Das machen wir natürlich auch noch. Huch. Ah, stimmt. Da müssen wir den Eugen ja einmal kurz wecken. Leider nur schreckliche Krabbeltiere. Fangen wir doch mal an mit der Königslibelle. Majestäten haben Vorrang. Oh, oh nein. Du kennst es doch mittlerweile schon. Du kommst nicht drumherum. Die Königslibelle gehört mit einer Fluggeschwindigkeit von bis zu 50 km/h zu den flinkesten Insekten. Auffällig grün gefärbt sind alle. Doch Männchen haben einen blauen Hinterleib, Weibchen einen braunen. Klingt alles ganz harmlos, oder? Tja, doch ihre Jungen fressen Kaulquappen. Und sogar kleine Frösche. Und nicht zu vergessen, kleine Eulen. Also beim letzten bin ich mir nicht so sicher. Schlimmer noch, wenn nichts anderes da ist, fressen sich diese Monster sogar gegenseitig. Oh Gott. Ich kann meine Abscheu kaum in Worte fassen. So, vielen Dank für die Spende. Sehr gerne. Es geht weiter. Der Horror nimmt kaum ein Ende. Wo wir doch bei Libellen sind, bleiben wir doch gleich bei ihnen. Die Quelljungfer ist bekannt für ihren schwarz-gelb gestreiften Körper sowie ihre stechend grünen Augen. Und gerade diese Augen sind es, die Libellen zu meisterhaften Jägern machen, müssen sie wissen. Ach, wenn mich eine von ihnen anstarrt, überlegt sie bestimmt schon, wie sie mich zubereitet.
Welch Entsetzen. Wende deinen Blick ab, Ungeheuer. Exorcizamus te. Omnis immundus spiritus. Sehr gerne. Da hat die Libelle aber lange zu kauen am Eugen. Oh weh, man muss ihn einfach lieben. So, dann ein wunderschöner Agriasfalter. Manche behaupten, der Agriasfalter sei einer der schönsten Schmetterlinge der Welt. Pah, kann ich nur sagen. Pah! Ihre Flügel mögen farbenprächtig sein, doch wie sie herumscharwenzeln. Oh ja, Agriasfalter fliegen so schnell, dass es gar nicht so einfach ist, einen zu fangen. Ich sollte ihnen wohl zu ihrem Glück gratulieren. Doch mir scheint jedes Insekt wie ein Unglücksbote. Ein Verkünder von Tod, Krankheit und Elend. Oder so ähnlich. Hinter der Schönheit verbirgt sich pure, dämonisch-satanische Kälte. Der Eugen hat's erkannt, auch wenn es andere nicht geschafft haben. Puh, wie entsetzlich. Dieses Ungetüm von einem Schmetterling mag Vogelfalter heißen. Doch in meinen Augen ist er eine ungezähmte Bestie. Er ist gigantisch. Ja, der größte Schmetterling der ganzen Welt. Fast 30 cm Flügelspannweite. Die Larven allein werden schon 10 cm groß. Als ob das nicht reichte, sind sie auch noch giftig. Mordlustige Bestien, in der Tat. So, du hast es geschafft, Eugen. Wir sind durch. Ach nein, Moment. Dann können wir gleich das Fossil abliefern, dann ist das auch aus dem Weg geräumt. So, dann zum Schluss doch noch ein geistiger Beruhigungstee. Ein Diplodocus thorax. Ah, sehr schön. Dann dürfen wir auch mal wieder Geld verdienen. Ja, das ist natürlich uninteressant für dich als Geschäftseule. Nun gut, dann schlaf mal weiter und träume süß von Vogelfaltern mit ihren giftigen Larven. Oder so. So, dann heben wir die gleich wieder auf und den. So. Damit unser Strand wieder sauber und reinlich ist, gibt es da vielleicht doch noch ein Insekt, von dem ich wissen sollte. Da ist die Sabine, stimmt. Und ertränkt ihre Sorgen. Es ist wirklich nicht so schön mit anzusehen. Hallo, ein Marienkäfer, wie schön. Wunderschön. Ein Marienkäfer, Punktlandung im Kescher. Da lassen wir die... Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr dumme Angelegenheit. Dann, in meiner großen Not... Nein, das heißt, ich kann den gar nicht mitnehmen. Oder muss dafür eine Königslibelle freilassen. Dann lieber ein Kolibri-Falter. Das war jetzt sehr blöd. Ungut gelaufen. Sicher. Ah, richtig, da war was. Moment, weg damit. So, wir gehen erstmal verkaufen. Dann geht das Geschäft weiter. Ganz gleich. Welches? Ah, guck mal, der Pierre sieht sich auch ein bisschen um. Und damit sehen wir zum ersten Mal im ganzen Projekt einen Nachbarn im Geschäft. Aha, er begutachtet dieses Stück. So, wir wollen verkaufen. Erstmal uns den anhören. Der Holzstuhl und der Waschbottich. Zwei sogar.
Sehr cool. Wo habe ich denn das Geld her? Habe ich durch den Verkauf so viel bekommen? Okay. Interessant, es taucht Geld aus dem Nichts auf. Finde ich gut, um ehrlich zu sein. Wenn auch ein bisschen verwunderlich. So. Die hat noch gefehlt, dann sind wir durch. Wunderbar. Na, Pierre. Na, auf Einkaufstour. Piep, piep. Auch hier, um den fertigen Umbau von Nux Laden zu bestaunen, gibt echt ganz gute Angebote im Moment. Mich interessiert aber vor allem die Afterparty. Stimmt, die müssen wir auch noch abhalten. Ja, da rennen sie mir gleich panisch hinterher und haben es hier verbarrikadiert und mit einem Seil abgesperrt. Aus Angst, dass ich ihren geheimen Unterschlupf ausspioniere. Da, wo ich satanische Instrumente finden würde. Abhörsysteme unter anderem. Und noch vieles, vieles mehr. Naja. Schon klar. Fliegt hier nichts mehr Unbekanntes rum? Ach, richtig. Das ist der Privatparkplatz für Sabines Gesäß. Das ist kein Inseleigentum mehr. Ach, die Werkzeuge habe ich vergessen. Schande über mich. Die hole ich gleich noch ab. Dann sagen wir der Nora mal guten Tag. Fleißig am Rocken. Aber gewiss doch. Dieses krass gute Wetter zaubert selbst mir ein Lächeln ins Gesicht. Obwohl ich seit 1797 nicht mehr gelächelt habe. Ein knallhartes Lächeln, versteht sich. So, so. Selbst die Nora muss lächeln. Oh. Oh, das sieht grün, eine grünliche Libelle. Ich glaube. Hallo, wieso darf ich? Ah, so. Eine grünliche Libelle. Ist das doch. Die Libellen kann ich irgendwie überhaupt nicht auseinanderhalten. Warum auch immer das so sein mag. Ah, hier ist es. Hier ist es sehr praktisch. Denn da ist ja auch die Brücke. Ah, verflixt, da ist keine Brücke. Da müsste ich mal eine hinzaubern, um ehrlich zu sein. Das wäre ganz reizend. Oh, Kinder, ist das furchtbar. Das ist ja furchtbar. Deswegen war er so entzückt, als er dieses Biest endlich hatte. Na, jetzt kann ich das nachvollziehen. Uiuiui, fast haben wir mit unseren Füßen Sabines Kopf zerquetscht. Das wäre nicht so schön gewesen. Nun, da vergraben wir den Zehner. Den Tausender nehmen wir dann an uns. So. Rein mit dem. Eine Biene haben wir schon mal gehabt. Das weiß ich. Aber wir könnten ja ruhig noch eine, ja, verscheuchen. So. Dann nutzen wir doch noch einmal den Laden. Wo er doch so aufwendig renoviert wurde. Dürfen wir die Profi-Werkzeuge auch selbst bauen? Mein erstes Bastelbuch. Nein, darüber sind wir hinaus. Ideen für Bastler.
Das ist sehr interessant. Das bist du der Bastelboss? Die klingen sehr interessant, diese Sets. Die kaufen wir uns auch. Ideen für Bastler ist ein digitales Buch mit Bastelanleitungen. Ein digitales Buch? Ja. Mal sehen, was da drin ist. Dann wollen wir mal die Anleitungen aus Ideen für Bastler auf der Nookphone hochladen. Und fertig. Wir hoffen, du hast mit den Anleitungen noch mehr Spaß am Basteln. Mehr Spaß am Basteln. Dankeschön, dann dürft ihr mir noch dieses Bist du der Bastelboss andrehen. Mhm. Bin sehr gespannt, was da enthalten ist. Ich bedanke mich. Dann sind wir, glaube ich, erstmal fertig. Die Stoppuhr könnten wir uns kaufen. Ach ja, jetzt hätte ich schon wieder um ein Haar. Die Schaufel und die Gießkanne sowie auch die Schleuder vergessen. Oje, oje, auch wenn das ganz schön kostspielig ist. Du gute Güte. Sehr, sehr kostspielig. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich bin auch sehr gespannt, was die Profi-Schleuder von der gewöhnlichen unterscheidet. Vielleicht verschießt die mehrere Steine? Wenn ja, bräuchte man das aber eigentlich nicht wirklich. Moment. Das schauen wir uns gleich mal an. Da ist sie. Hoffentlich, aber ich glaube es eher nicht. Aber meine Hoffnung war eigentlich, dass die den Ertrag erhöht. Hm. Sie verschießt nur einen Stein. Oder sie ist einfach haltbarer. Das kann auch sein. Wäre ja auch nichts Ungutes. Der musste einmal präsentiert werden. Oder haben wir den Marienkäfer schon mal gefangen? Nee, ich glaube nicht. Naja, es wird sich zeigen, inwieweit sich die Profi-Werkzeuge gelohnt haben. Ich hoffe mal, sie sind einfach erstmal haltbarer. Da ist Daniel. Oh, wie süß. Daniel, das neue Gesetz ist durch. Jeder muss täglich 200 Liegestütze machen. Hat der Bundestag heute beschlossen. Na, ist natürlich ein Witz. Ich wollte nur mal sehen, ob du in Panik verfällst. Mit der passenden Emotion. Die musst du unbedingt bald mal einsetzen, bevor es zu spät ist. Die Emotion Panik. Okay, jetzt ganz ruhig bleiben und durchatmen. Okay, danke dir, Rudi. Jetzt können wir auch standesgemäß in Panik verfallen. Herrlich. Was haben wir da? Einen Ressourcenstein. Hoffen darf man ja, deswegen spreche ich es aus. Ich hoffe, dass die Schaufel auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, an Gold zu kommen und auch die Anzahl der Sternis aus dem Geldstein erhöht. Aber das ist erstmal nur Tagträumerei. Vielleicht wird sie ja zur Realität. Eventuell. So. Huch, was ist da rausgesprungen? Das hätte ich auch gerne gewusst, aber das entflieht. Jetzt, schnell, 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 schnell. Es entflieht. Nein, nicht mit mir. Eine Kugelassel. Das hast du vermasselt. Als solche habe ich das Tier auch erkannt und ich lag richtig. Wundervoll. Da hat sich eine Biene niedergelassen auf einer Blume. Wie schön. Eine Gottesanbeterin haben wir auch schon. Ah, jetzt hat sie mich gesehen. Und muss sofort in den Angriffsmodus übergehen.
Wieder nur Ressourcen. Hoffentlich die richtige. Zwinker, zwinker, zwinker. Nee. Mein subtiles Signal wurde leider vom Spiel nicht erhört. Oh, jetzt habe ich sie zertreten. Das tut mir sehr leid. So, haben wir da oben noch was? Nee. Und Rainer ist auch nicht da, oder? Nee. Ich kann es nur wiederholen. Den werden wir nie wiedersehen. So, Teppichmuscheln möchte ich gerne ausgraben. Wir bekommen schon wieder Meilen ohne Ende für den Kram, den wir sowieso tun würden. Gefällt mir. Ich beschwere mich nicht. So. Dann verarbeiten wir mal die Muscheln und starten dann eine Angelrunde. Da sehe ich blaue Beine, das dürfte, ja, die Ute sein, die immer noch die Bäume untersucht, die Ärmste. Hoffentlich nicht nach Eukalyptus. Schönen guten Tag, der Herr. Blick auf meine Ware gefällig. Lasst ihr Zeit, ich hab's nicht eilig. Gilly Bock. Nee. Aerobic Leggings. Na, die brauchen wir definitiv. Faltverschlussrucksack. Ein Trekkingrucksack. Kunstlederrucksäckchen. Retro-Sporttasche. Höchstens. Die. Ist recht. Die Retro-Sporttasche, das macht 1400 Sternis. Ja. Die können wir kaufen. Huch, kleine Verzähler oder was? Bedauere, aber irgendwie reichen deine Sternis nicht. Oh, nicht so richtig. Ja, verzeih, ich bin pleite. Ne, Moment. Stimmt, wir sind pleite. Dann müssen wir erst die Fische vorschieben. Da bei Gelegenheit auch mal reingucken. Von... Ich höre einen Ballon, der hat Priorität. Wenn mein großer Onkel ruft, kann ich einfach... Na? Hab ich mich da verhört? Ja, anscheinend schon. Das dürfte eine Königslibelle sein. Richtig? Richtig, habe ich gefragt. Ah. Widerspenstige Kreaturen. Eine Königslibelle. Knapp daneben. Ist bekanntlich leider auch vorbei. Was haben wir denn da? Ich habe Angst. Irgendeinen Fisch zu verpassen, der nur um diese Zeit anzutreffen ist. So. Eine... Nee, gar keinen Platz haben wir. Gut, dann geht's jetzt wirklich ans Bauen. Ans Anmischen, eher gesagt. Aber die Profi-Angel, die lohnt sich wirklich. Das ist... das einzige Utensil, bei dem ein wirklicher Zusatzeffekt feststellbar ist. Bei den anderen eher weniger. Die ist wirklich sehr, sehr praktisch. Wenn es geht, will ich nie wieder mit einer anderen Route aufbrechen. Dazu jede Menge Köder. Und schon dürft ihr mich Angelkönig nennen oder so. Oder so ähnlich. Und schon wieder Meilen.
das geistige, ja, fein gemacht vom Tom. Dafür, dass wir brav gehorcht haben. Ah, ein Schwalbenschwanz. Sah fremd aus dem Augenwinkel. So, ich würde sagen, wir gehen da runter. Ach, den Stein müssen wir noch anhauen. Dann machen wir das schnell. Der ist's auch nicht. Aha. Aha. Ich kann mir vorstellen, dass das an der Schaufel liegt. Eventuell. Das können wir dann erst später abholen. Nee. Ah, doch. Stimmt. Durch die Köder sind ja wieder Slots frei geworden. Wundervoll. Dann müssen wir des Weiteren, ist mir gerade eingefallen, auch noch die Flaschenpost abholen. Machen wir alles noch. Den habe ich gekonnt verscheucht. So. Angel geschnappt und losgeangelt. Und los geht's. Das war daneben. Der ist wieder sehr landliebend. Nee, so toll ist die Profi-Angel dann doch wieder nicht. Na komm, jetzt haben wir es doch. Na komm schon, ja. Ich muss mich dran gewöhnen, dass die sofort anbeißen und dass ich nicht mehr ewig warten muss. Ich hätte es eben fast verschlafen. Ja, ach komm, stell dich nicht so an. Dann läufst du automatisch mal ein paar Schritte nach vorne. Also, im Jahr 2020. Mist, diesmal nicht, also nur fast immer. Im Jahr 2020 kann man das doch schon mal erwarten, oder nicht? Anscheinend eher nicht. So. Es gibt also Fische, die weiterhin schneckig sind. Und es war noch nicht mal ein besonderer. Daneben. Jetzt aber. Na, noch nicht so ganz. Der ist widerspenstig. Das kann ein gutes Zeichen sein. Oder einfach nur Pech. Wir werden es erst wissen, wenn es zu spät ist. Jetzt aber. Also wirklich, der ist ja unmöglich. So eine Frechheit. Das ist ja ganz unerhört. Der verschwindet gleich am Ende. Ich habe teuer für dich bezahlt. Mit einem Köder, mein Bester. Du kommst jetzt auch in meinen Kescher. In mein Inventar. Siehst du, die Libelle macht's gut. Die macht's fein. Die kommt schön zu mir. Was hätte ich abgedrückt? Den Abzug. Und es war nur ein Falterfisch. Der hat mich ordentlich zusammengefaltet und vor allem mein Selbstwertgefühl oder so. Die kennen wir schon. Die Nase, wie die Nora jetzt sagen würde. Nichts ist auf den Blumen. Aha. So, jetzt wird sich zeigen, ob das Upgrade wirkt oder eher nicht. Gefühlt erstmal nicht. Man müsste mal mitzählen, wie viel das genau immer ist, aber nicht mehr als sonst eigentlich, oder? Ich darf es aber auch nicht einfach ablegen. Ich würde das Loch eigentlich gerne zumachen und das Fossil daneben legen.
damit ich es nicht übersehe, aber nein, das wäre zu hoch. Wir können den Bewohner ja nicht überfordern. Oh, was krabbelt da? Nichts Neues. Ich glaube, das war ein Prachtkäfer. Mist. Anscheinend ist sie doch nicht so toll, wie ich dachte. Naja, ich habe ihr unterbewusst auch beinahe magische Kräfte zugeschrieben. Von daher passt das. Eine Saugbarbe. So eine Saugbarberei. Die ist neu. Sehr interessant. Also gibt es anscheinend doch ein paar Fische, die es später nicht mehr gibt. Oder es ist einfach ein Maifisch, den ich immer noch nicht geangelt habe. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Aha. Die Glocke ertönte. Der Zauber ist vorbei. Cinderella muss nach Hause oder so. So fühlt es sich immer an, wenn die Stunde vorübergegangen ist, in der Tiere besondere da waren. Die Magie ist verflogen. Eine Bachschmerle. So. Produktiv in Sachen Inselverschönerung haben wir in... Oh je, jetzt habe ich die Mimi ein bisschen angeschoben. Oh je, was hat sie auf dem Herzen? Huhu, Daniel, ich habe die brandheißesten News für dich. Also, ja, habe total vergessen, was ich dir eigentlich sagen wollte. Voll uncool. Die Mimi, ich dachte schon, sie will auch Fahnenflucht begehen und wegziehen. Aber zum Glück nicht. So, was ich sagen wollte, kennen wir. Moment. Ist das der Brookianer oder ist das ein neuer? Hier ist der Brookianer. Doch, das war er. So, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben in dieser Folge nicht unbedingt so produktiv in Sachen Inselverschönerung weitergearbeitet, aber da ich nicht allzu oft vor 18 Uhr spiele, wollte ich eben so viele neue Tiere wie möglich fangen, die es halt nur zu dieser Zeit gibt. So, ich denke, das ist mir auch geglückt. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Bei wolkenlosem blauen Himmel. Toll. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.